Hallo liebe Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einem niggelnagelneuen Whisky-Verkostungsvideo hier auf meinem Kanal. Und heute stelle ich mir die Frage, ob ein Single Malt Scotch Whisky aus der Speyside für unter 30 Euro etwas taugen kann oder nicht. Und damit herzlich willkommen zur Verkostung des Tamnavulin Sherry Cask Edition. Die Tamnavulin Distillery liegt im kleinen Städtchen Ballindellogh in der schottischen Speyside, in direkter Nachbarschaft zum Beispiel zu Glenfarclas, Aberlour oder auch der Towmore Distillery, also mitten im Whiskyherzen Schottlands. Gegründet wurde sie im Jahre 1966 und gehört inzwischen wie die Distilleries Invergordon, Jura und Delmore zu einer philippinischen Holding. Produziert wird hier auf 3 Wash und 3 Spirit Stills nicht nur Single Malt Whisky für die klassische Core Range, sondern auch sehr, sehr viel Whisky für den Blended Markt. Seit 2016 wächst die Core Range aber immer weiter, von dem klassischen Double Cask über die Sherry Cask Edition, die wir heute probieren werden, bis hin zu Rotweinfassreifungen aus deutschen Pinot Noir Fässern. Die Tamnavulin Sherry Cask Edition, die wir heute verkosten werden, erfuhr den Hauptteil ihrer Reifung in amerikanischen Eichenfässern und wurde dann in 3 verschiedenen Sherry-Fasstypen gefinished. Eine Altersangabe trägt dieser Single Malt Scotch Whisky nicht. Er bringt 40 Volumenprozent Alkohol mit, wurde kühlfiltriert und mit Zuckercouleur gefärbt. Wie schon gesagt, dieser Whisky wurde gefärbt, das heißt, auf die Farbe brauchen wir eigentlich gar nicht eingehen. Also widmen wir uns doch direkt mal dem Aroma des Whiskys. In der Nase kommt er sehr, sehr schön süß daher. Es hat was von frisch gebackenem Kuchen, etwas von karamellisierter Banane, ein bisschen Vanille ist noch mit dabei. Und ich meine, einen kleinen Hauch von süßen roten Beeren wahrzunehmen. Das setzt sich im Geschmack sehr schön fort. Er hat so einen leicht würzigen Antritt, der nur ganz kurz da ist. Und dann kommt diese wunderschöne Süße zum Vorschein. Es hat was von Rohrzucker in Verbindung mit Vanille, Gebäck. Also insgesamt eigentlich genau das, was man sich von einem Speyside erwartet. Ein sehr, sehr schön runder, milder und trotzdem süßkräftiger Whisky. Der Geschmack bleibt für 40 Volumenprozent Alkohol durchaus lange am Gaumen. Man hat diesen Geschmack eines frischen Obstkuchens noch sehr, sehr schön lange auf Zunge und Gaumen liegen. Ja, was halte ich nun von dem Tamnavulin Sherry Cask Edition, der ehrlich gesagt ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit sich bringt? Denn dieser Whisky liegt in der UVP bei knapp 25 Euro. Das ist für einen Whisky 0,7 Liter schon echt in Ordnung, gerade wenn er aus Schottland stammt. Ich habe ihn sogar für unter 20 Euro erstehen können. Von daher muss ich ehrlich sagen, bringt er sehr, sehr viel Schönes mit. Ist jetzt nicht so ein krass edgy Whisky, wie ich sie ehrlich gesagt ganz gerne mag, aber für das, was er ankündigt, also ein schöner Speyside Whisky mit Sherryfass Finish zu sein, muss ich ehrlich zugeben, ist der Preis wirklich unschlagbar. Wenn ich hier eine Wertung abgeben dürfte, würde ich sagen, 10 of 10 would recommend. Das war es auch schon wieder mit meiner kleinen Verkostung des Tamnavulin Sherry Cask Edition. Hattet ihr den Whisky schon mal im Glas? Falls ja, was haltet ihr davon? Schreibt es mir doch gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm doch sehr, sehr gerne einen Like oder abonniert doch gleich den ganzen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich gönne mir jetzt wieder ein Schlückchen des fantastischen Tamnavulin Sherry Cask Edition. Sage Slange und bis zum nächsten Mal.